Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Stardew Valley mit Betty. Hallöchen. Ja, in der letzten Folge ist was Wichtiges passiert und ich weiß halt auch schon, was es ist. Morgen wird es den ganzen Tag klar und sonnig. Genau. Die Geister sind heute leicht verstört. Genau. Und ich auch. Natürlich, da, wo ich was hinbauen möchte, ist halt was Tolles aufgeploppt. Also es kam ja gestern eine Explosion. Wo du was hinbauen willst? Also bei uns auf dem Hof? Ja. Was ist denn? Ich kann es nicht gießen, schade. Man kann es auch nicht abbauen. Deine Spitzhacke ist nicht stark genug, um das zu zerbrechen. Ach, ja. Du meine Herren. Finde ich auch toll. Sehr toll. Ich freue mich gerade sehr. Oh. Das wollte ich gar nicht. Hast du jetzt den Ofen abgebaut? Nee, der ist in deinem Inventar. Oh, ich sehe gerade, warte. Jetzt habe ich den Eisenbahn aufgenommen, das ist deiner. Ne? Ich lege ihn dir gleich. Ja, oh, alles gut. So, muss mal ganz kurz gucken. Genau, was machen wir jetzt am besten erstmal? Ich würde... Genau, ich wollte ja für, die, sag mal schnell, für den Hühnerstall sparen. Stimmt. Ja, ich habe erstmal das ganze Geld, was ich hatte, für die Belohnung für die Busreparatur ausgegeben. Ja, aber das ist ja auch nicht schlimm. So, ich muss noch einmal Wasser nachholen. Ey, ich gieße jetzt so viele Felder, dass ich meine Gießkanne mindestens einmal auffüllen muss. Ja, das ist doch ganz gut. Da kann man sehen, dass du busy bist. Ich bin busy. Ja, wir haben es auch schon um 10 und ich bin jetzt erst gießen mit dem fertig mit dem Gießen, so rum. Gießen mit dem fertig. Ich bin jetzt erst gießen mit dem fertig. Gut, dann schön. Wir das einmal weg, das weg. Oh nee, warte, das ist deins. Das weg. Ich leg dir dein Eisendingsbums hier mit rein. Oh, hab ich's in die falsche Kiste gelegt? Nee, alles gut. Leid. Aber das, was ich jetzt mache, ist mir jetzt noch mehr Melonensamen holen, weil wir brauchen ja noch 5 goldene Melonen. Ja, genau, dann kannst du das halt machen, weil ich möchte halt jetzt wirklich ernsthaft für einen Hühnerstall sorgen. Verstehe ich, verstehe ich. Und dann... Oh, was ist denn hier los? Oh, weißt du, wer gestern Geburtstag hatte? Jazz. Ja, mir egal. Die interessiert keinen. Melonensaat. Ich hol mal noch... Nochmal 9. Ja, dann ist mein Geld auch gefühlt leer. Irgendwas wollte ich jetzt noch machen. Ach so, ich wollte zu Marni. Weil wir sind ja auch immer noch auf der Suche nach der Hose. Wir brauchen Seeigel und Aquamarin. Ich habe Aquamarin. Yay. Warte mal, welches war jetzt Marnis Haus? Da hinten. Okay, das kriegen wir hin. Aquamarin? Bei diesem schwarzes Brett. Beim schwarzen Brett braucht man bei Emily Aquamarin. Das habe ich. Es ist verschlossen, nur Freunde von Lea. Achso, das ist Leas. Ach, deswegen hast du nach Gold gefragt, okay. Oh. Na, dann mischen wir mal Korka, ne? Tierbedarf, Tiere kaufen, verlassen. Ja, bei Marni, ich weiß auch. Aber ich weiß auch, ich weiß gar nicht, was die mag. Ich in der Kneipe treffen. Oh, ich sehe die lila Hose. Ja. Kann ich da irgendwas schenken? Müsli-Riegel? Warte mal. Nee, dafür brauchst du bei ihr erstmal 3 Herzen, irgendwas zu machen. Ich bin jetzt einfach mal so smart. Marni. Stardew Valley. Ich google jetzt, was die Alte mag. Oha. Sommer, ausklappen. Zeiten. Dienstag, Mittwoch, die haben einen kompletten Wochenplan. Geschenke. Ja, genau.
Das meinte ich ja. Diamant, Bauernmahlzeit, Kürbiskuchen, pinke Torte. Weg da! Mark, Quarz. Okay, ich schenke Quarz. Vielleicht lässt sie mich dann irgendwann mal rein. Ich geh Quarz holen. Ich schenke Mani Quarz. Ich hab die alte Puppe jetzt gespendet. Ja, du hattest doch Geburtstag gehabt, ne? Ich kenn dich nicht! Das ist nicht meine Achse. Oh, ich hab einen Fisch im Mülleimer gefunden. Wo war jetzt nochmal? Ich habe ja immer noch Robins verlorene Axt als Aufgabe. Ja. Wo war die Axt jetzt? Die Axt ist immer noch da, wo Lea wohnt in der Nähe. Da, wo die Lauchdinger sind. Da, wo die Hutmaus ist. Da, wo das verlassene Haus ist. Wie komme ich denn dann? Oh! Diesen Fisch müssen wir spenden! Wie geil! Muss ich dafür links oder rechts runter? Ganz nach unten da. Ich glaube schon richtig. Eine Gewürzbeere. Die Gewürzbeere, die müssen wir auch spenden. Oder nicht? Die haben wir schon. Das Achso. Bündel ist fertig. Ach, das Bündel ist fertig. Schön. Aber ich finde es schade, dass es, wenn nur einer denn die Belohnung bekommt. Ja, das ist so ein bisschen ätzend. Mhm. Oder wir müssen es halt anfangen zu teilen, ne? Das ist ja kein Problem, dass wenn es irgendwie Saaten sind oder so, dass ich dir welche abgebe. Ja, ich glaube... Halt immer nur, wenn es halt nur eine Belohnung ist. Ja, ich glaube, man kann das irgendwie so machen, dass... also man kann ja diese Dinge auch, wenn den selber lernen. Ist ja jetzt nicht, dass es denn anders ist. Wo wohnt Robin? Robin? Da war Robin. Robin ist die, die uns geholfen hat, dieses Dings da aufzubauen. Stimmt. Stimmt. Du sagst so oft den Namen Robin und ich merk's mir einfach nicht. Ah, ist gut. Das heißt, ich muss bei uns lang oben, ne? Ja. Hast du die gefunden? Ich hab die Axt, ja. Genau, ich glaube, du kriegst 1000 oder 500, bin mir jetzt nicht so ganz sicher. Hi, na, Mani, hattest du eine schöne Nacht gehabt? Ich kann ja noch Quarz schenken, ne? Darf ich nicht vergessen. Muss auch erstmal alles holen, kurz. Dann laufen wir jetzt einmal kurz hoch zu Robin, bringen die Axt weg, dann haben wir das auch schon mal erledigt. Dann pflanzen wir unsere Melönchen an. Und dann bringe ich Quarz zu Mani, weil Mani mag Quarz. Okay, Mani mag Quarz, dann hole ich mir auch Quarz, weil ich das ja auch erledigen muss. Genau, dann mache ich das hier erstmal alles rein. So, was brauche ich denn? Okay, ich brauche eine Kugel Aquamarin oder sowas immer ist. Wo ist denn Robin? Wessen Zimmer ist das? Du bist nicht gut genug mit Sebastian befreundet, um sein Schlafzimmer zu betreten. Siehst du, da habe ich auch noch eine Aufgabe. True, das muss ich auch noch machen. Mich mit Sebastian anfreunden. Handwerk. Okay, wenn das so ist, dann googeln wir jetzt mal kurz nach Robin, um zu schauen, was sie um diese Uhrzeit macht. Nee, brauche ich auch nicht. Nee, habe ich gar nicht drin. Verdammt. Aber ich muss mal ganz kurz gucken. Nee. Okay, Das habe ich jetzt gerade gar nicht im Ghetto, wow. Oh. At home, leaves home, walks to Harvey's Clinic, leaves Harvey's Clinic and walks home, goes to bed at home. Ah! Warum hast du es auf Englisch? Das geht auch auf Deutsch. Also sie ist gerade in der Kneipe, hat sie ja gesehen. Oh, falsche Person, das ist gar nicht Robin. Robin ist in der Kneipe! Ach, das ist Maru! Okay, dann laufe ich jetzt halt fix zur Kneipe. So, ich habe jetzt Mani halt was geschenkt. Genau. Hä, wo laufe ich denn jetzt hier schon wieder lang? Oh Leute, ich laufe auch schon wieder komplett falsch. Das ist doch schon wieder alles so verteufeln hier. Was ist denn schon wieder verkehrt? Oh, hier.
Schleimjäger zum Erledigen von 8 Frostgelees in den gefrorenen Tiefen der Mine. 680G, nehme ich an. Mach ich morgen. Bruh. Ach, Betty. Reden wir einfach nicht drüber. Hey, du hast meine Axt gefunden. Was für eine Erleichterung. Ich habe mir fast jetzt hier mit der anderen abgeschlagen. Danke dir. Ja, ist ja nicht so, dass wir auch zwei Äxte haben hier. 150 Gold. Hat sich ja voll gelohnt. Aber du weißt schon, wann sie das mal gebracht hat, ne? Also es ist schon ganz schön lange eine Quest. Also schon, glaube ich, am 14. Frühlingstag. Frühlingstag war das auf jeden Fall schon so. Oder am 3. würde ich sagen. Also es war auf jeden Fall da schon eine Menge Geld. Gut, dann pflanze ich jetzt meine anderen 9 Melonen an. Dann holen wir nochmal kurz die Gießkanne, gießen die Felder. Tutut! Ah, dieses Teil, da geht mir jetzt echt auf den Keks hier. Ja, vor allem, weil du da was hinbauen wolltest. Ja. Würde mich ja auch nerven. Was? Ich bin doch in der ganz falschen. Ich öffne die falsche Kiste, leg erst meine Axt da rein, check, dass sie da nicht hin muss. Nee, dieses andere Vieh. Ja. Nicht die Axt, wie nennt man das? Hacke. Hacke. Merk, dass ich in der falschen Kiste, also merk, dass das da falsch drin ist, nimm das raus. Leg das Obst da rein, merk, dass das die falsche Kiste ist, nimm das da raus. Oh. Dann habe ich es in die richtige gelegt. Es war spät. Bad. Ich bin im Bett. Okay, meine Felder habe ich gegossen, gut. Perfekt. Super. Oh, ja, lass mal gucken. Sonnig mal wieder. Oh, jetzt Sommer ist, ey. Morgen wird sonnig. Oh, ja, nee. Die Gäste sind heute höchst unzufrieden. Super, perfekt. Freut mich. Hast ja gerade super hier. Oh, Leute. Oh, wenigstens haben wir ein bisschen Beat hier. Oder? Ja, deswegen, ja. Stört es mich ja gerade. Ich möchte, dass es wieder regnet. Oder macht es dir Spaß? Oh, ich find's grauenhaft. Ich find's grauenhaft. Es klaut einfach super viel Zeit. Ja. Aber es ist ja erst 7 Uhr morgens. Haben wir noch genug? Aber das ist auch so eine Glanzleistung, weißt du? Dass wir so 1 Uhr ins Bett gehen und dann wieder 7 Uhr aufstehen. Also das werden wir auf jeden Fall nicht. Das sage ich dir. Ja, das ist schon schön auf jeden Fall, das wäre schön. Das wäre sehr toll. Damit kann man ganz schön viel schaffen. Ist echt so. Wenn du mal eben so jede Nacht mit solide 6 Stunden Schlaf klarkommst. Ja. Ich weiß jetzt auch gar nicht genau, wie vielte Folge ist das jetzt? Die 16. Oh Gott. Glaube ich. Betty, wir sind ganz gut dran hier. Oh, das freut mich so sehr gerade. Ja. Ich habe schon wieder kein Wasser. Das kann es ja wohl nicht angehen, oder was? Oh, du teilst deine Freude auch mit mir. Schön. Oh, ich hab kein Wasser. Nee, also for real, ich find's halt wirklich richtig, richtig cool. Ne? Ja.
wie... Das ist halt ein Projekt, das super, super viel Spaß macht. Vor allem, ich hätte auch niemals gedacht, ne? Ich habe einfach jetzt schon auf meinem Gaming-Kanal 288 Videos. Oha, voll viel. Ja. Das ist mir erstmal so aufgefallen, so ich denke mir so, oh, ich bin schon bei Sims 3 in Part 60, ne? Richtig cool. Oh, das wächst so schön. Oh Gott, das haben wir gerade gar nicht gehört. Ja, schön. Super, ich mache jetzt hier einfach mal unten erstmal ein bisschen weiter, damit das hier auch mal ein bisschen jetzt abhaut hier. Ich bin gerade am Überlegen, zu wem ich wollte. Hm. Oh, ich laufe einen richtigen Umweg. Ich wollte zu Mani. Ich habe nämlich Quarz in der Hand und habe gerade überlegt, für wen das Quarz nochmal war. Ah! Perfekt. Laufen und wir laufen. Das Jazz. Immerhin weiß ich schon mal, wie die Kinder aussehen und heißen. Das ist doch schon mal ein Anfang. Hauptsache, ne? Hauptsache, du weißt, wie Vincent heißt. Ja. Hauptsache, du weißt, wer Vincent ist. Das wollte ich sagen. Ja, das weiß ich jetzt. Hast du je in diesem merkwürdigen Turm westlich von meinem Haus? Kann ich nochmal mit dir reden? Einmal habe ich ein furchtbares, übernatürliches Geräusch von dort gehört. Ich würde an deiner Stelle diesen Ort meiden. Okay, also gehe ich da... Gehe ich da am besten jetzt hin? Shane, warum nervst du mich? Ich möchte alleine sein. Oh, deep. Der ist ja richtig genervt, was? Weißt du, was ich jetzt... Warum korben mich eigentlich die ganzen Typen in diesem Spiel? Was läuft da verkehrt? Ja, Betty, vielleicht solltest du mal zum anderen Ufer wechseln. Ich habe gehört, dass Lea ganz toll ist. Ich glaube auch, dass ich das sollte. Ich habe gerade beschlossen, ich gehe nochmal in den Turm. Achso, ich dachte, du hast gerade beschlossen, dass du... Ne? Ich wechsle das Ufer, da bin ich da. Pass auf, du stehst auf einem sehr mächtigen magischen Feld. Ich habe meine Hütte hier aus einem bestimmten Grund aufgebaut, weißt du? Cool für dich, das freut mich. Kann ich mich in den satanischen Kreis stellen? Nein, schade. Kann ich sonst... Ah, du bist beim... du bist bei dem, okay. Das kann ich berühren, warum kann ich damit nichts machen? Kann ich das Feuer ausmachen? Nein. Bücher, kann ich irgendwas wie ein Buch anklicken oder so? Ich mach auf jeden Fall jetzt schon mal einen kleinen Weg bis nach unten, damit wir denn da... Was? Achso. Nee, ich wurde gerade gefragt, was ich da mache. Nichts Besonderes. Oder wie Haley sagen würde, was interessiert dich das denn? Das hat dich gar nichts anzugehen. Achso. Oh, wirklich. Ich bin so froh, wenn der Sommer vorbei ist. Ja? Der hat doch gerade erst angefangen. Weißt du, wie schlimm ich dieses Fliegengeräusch finde? Ich habe gerade eine tolle Musik hier. Wirklich, ich finde das so grauenhaft. Ich drehe so am Rad. Oh, ist das schlimm. Ist das ätzend. Wenn ich jetzt rein theoretisch das hier alles mit ab... Dingse, ne? Dann wird das ja eigentlich auch direkt ins Silo, oder? Ja, aber ich glaube, guck erstmal am Silo, ob da irgendwas ist oder so, ob ich jetzt schon genug gesammelt habe oder so. Aber ich bin mir jetzt nicht genau sicher, ob ich jetzt schon genug abgebaut habe. Bei 155 von 240. Ja, dann kannst du noch ein bisschen was machen. Cool, weil ich habe nämlich noch ein bisschen Energie übrig und irgendwie weiß ich heute in diesem Tag doch nicht ganz so was mit mir anzufangen. Oh, ich mach hier. Wenn du jetzt mal beim Gewächshaus bist, gehen wir nach unten. Da mache ich gerade den Weg nach unten. Damit wir es ein bisschen leichter haben. Mich nervt nämlich, dass wenn du hier unten lang gehen willst, dass hier alles voll ist.
Und das ändert sich jetzt, Betty. Ja. Du kannst ja nirgends so ordentlich treten. So, der Weg ist fertig. Kannst du mal kurz ins Silo schauen gehen? Ja. Das, so. 240 von 240. Okay, dann hör ich jetzt auf. Weißt du, ich hab mir so gedacht, ne? Komm mal her. Ja, warte ganz kurz. Oh, ich hab schon wieder eine geheimnisvolle bunte Sommersaat. So, guck mal, das ist ja jetzt so ein bisschen ausgeglichen hier, ne? Da und da, ne? Ja. So, hier würde deine Kiste stehen, hier würde meine Kiste stehen. Ja. Hier würde mein Reich sein mit dem Tieren und so. Und hier würde denn dein Reich sein, so mit den Tieren. Dass es denn bis dahin geht, weißt du? So halt. Ja. So, dann gehen wir hier nach unten. Ich hier auch einen Zaun ziehen. Genau. Aber du musst auch aufpassen. Am besten ist, wenn denn hier kein Zaun hinzumachen, weil ich da Lampen hinmachen möchte. Okay. Ja, genau. Ich dann geht's. Dir da voll und ganz. Dann geht's dann hier nach unten, ne? So ganz straight nach unten. Ja. Und dann bis da. Geht's denn zu Mani? Ja, cool. Damit wir jetzt einen besseren Weg haben. Das ist sehr gut gemacht. Du bist so kreativ in der Gestaltung. Yay. Yeah. Nee, eigentlich gar nicht. Danke. Ey, ich hätte überhaupt gar keinen Plan, wie ich das machen würde. Überhaupt gar nicht. Nee. Voll die Idee, voll den Plan. Was kann ich mit Holz machen? Ich könnte, ja, okay. Was könnte ich denn jetzt da genau machen? So, ich gehe mal kurz hoch. Nee, warte mal. Machen wir anders. Wilde Saat, Frühling. Hat den Erfolg DIY erhalten. Ernsthaft jetzt? DIY. Standarddünger. Was passiert mit dem Standarddünger? Wachsen die dann schneller? Warte mal. Standarddünger, das ist denn das, verbessert die Qualität des Bodens ein wenig, was die Chance auf höherwertige Produkte steigt. Das ist das beste, bestellte Feld mischt. Also, Gold, Sterne, so, was halt, deswegen, Sie würde sagen, ja. Ist gut. Ah, nein! Müssen die Felder leer sein, damit ich den benutzen kann? Ja, Tatsache. Von was jetzt? Ich darauf, dass die Melonen jetzt einmal durchgewachsen sind und benutzt dann das, also den Dünger, um halt Melonen anzupflanzen. Darauf wollte ich hinaus. Muss ich halt demnächst dazu nochmal 24 Melonensorten kaufen gehen? Sobald die dann geerntet sind. Das wollte ich sagen. So, ich habe noch ein bisschen Energie übrig. Was machen wir dann? Ja, ich wollte eigentlich die 8 Schleime jetzt erledigen, aber das kann ich mir jetzt halt auch sparen. Ja, das stimmt wohl. Ich fäll jetzt einfach mal noch ein bisschen die Bäume hier ab. Mal ein bisschen Energie aufbrauchen, bevor wir gleich heiern gehen. Genau. Eieieiei. Ja, so. Ich mach den ganzen Weg hier kaputt. Vor allem müsste ich langsam anfangen, ein bisschen mehr Geld zu verdienen. Genau, und warum? Weil einerseits habe ich halt echt Bock, dass wir diese Busreparatur fertig kriegen. Aber andererseits würde ich auch ganz gerne anfangen, jetzt so die Tierstelle und sowas zu kaufen. Ja, mach erstmal das mit der Tierstelle, weil ich glaube, das ist dann schon ein bisschen denn zu OP, wenn du erst mit mit der Haltestelle anfängst. Weißt du? Weil ich möchte ja jetzt. Ja, weil Betty, Maria und ich haben früher ganz, ganz lange gebraucht oder haben uns viel Zeit gelassen. Deswegen. Ah, in Ordnung. So,
So, wie sieht's bei dir aus? Energielevelmäßig? Können wir schlafen gehen? Ja, auf jeden Fall. Meine Energie ist low wie sonst. Super, dann gehen wir jetzt heilen. So. Ich warte und ich warte. Okay, Leute. Das war's mit dieser Folge von Stardew Valley. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ihr das gerne damit rumlaufen kommt, die nicht vergessen, wir sehen uns das nächste Mal wieder bei einer weiteren Folge von Stardew Valley. Bis dahin. Ciao, ciao. Auf Wiedersehen.